Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Die Siedler 6, dem Aufstieg eines Königreichs. Wir begeben uns in den nächsten Teil der Reihe, in den zweiten Teil der Zwei-Teile-Reihe, um das Königreich der Himmel von Udi. Ich glaube, das ist eine Hakim-Karte. Und stürzen wir uns rein. Nach der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzritter im Jahr 1099 und die jahrzehntelangen Schlachten gelang es dem Leprakappen Balduin IV., König von Jerusalem, einen langen Frieden in der Region aufrechtzuerhalten. Als er 1184 stirbt, wird Guy de Lusignan König. Damit war es mit dem Frieden vorbei. Gemeinsam mit seinem Kumpan, dem räuberischen Kreuzritter Renard de Chatillon, provoziert er das Ende des Friedens über Jerusalem. Nicht, dass die Provokation nötig gewesen wäre. Das hier basiert wahrscheinlich mehr auf dem Plot der Verfilmung. Denn ich denke, jetzt gehen wir wahrscheinlich in die Zeit darüber hinweg, wie Saladin Jerusalem zurückerobert hat. Deswegen gehe ich von der Hakim-Karte aus. Hatten wir nicht Screenshots? Ah, ich weiß nicht. Da hatten wir. Den Frieden zu brechen war ein großer Fehler, Guy de Lusignan. Balduins Grab, 1185. Baldan von Ibling, treuer Freund meines Bruders Balduin. Mein Gatte König Guy hat den Frieden mit Saladin gebrochen. Saladins Leute haben ihn gefangen. Das ist unsere Chance für einen neuen Waffenstillstand zwischen Christen und Muslimen. Was erwartet ihr von mir in dieser dramatischen Situation, Sibylle von Jerusalem? Guy ist der König. Was kann ich tun? Saladin wird ihn hinrichten lassen. Wir können heiraten und ihr werdet neuer König von Jerusalem, der die Politik meines Bruders weiterführt. Liebste Sibylle, ich bin ein einfacher Ritter. Ich kann euch weder heiraten noch König sein. Lasst mich Statthalter von Jerusalem sein, bis ein neuer König ernannt wird. So, da ist ein ganz besonderer Fisch ins Netz gegangen. König Guy von Jerusalem. Er hat den Waffenschild schon gebrochen, sperrt ihn in den Kerker. Wir werden angegriffen, wie ihr wünscht. Verstanden? Auch da. Zum Angriff. Ein Gebäude steht in Flammen. Priester, löscht das. Wir müssen aber sogar zu einer starken Basis ausbauen, um Jerusalem zurückzuerobern. Wir brauchen mindestens 80 Kämpfer. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Sofort. Okay, die lassen sich nicht bekehren. Aber wir haben eine Kaserne hier. Alles klar. Zum Angriff! Gut, wir haben auch noch Kämpfer hier unten. Alles klar. Sofort! Okay. Bauen wir die Region auf. Setzen wir zuerst einen Fisch hier, einen Räucherer hier hin. Und wir haben ein paar Truppen, mit denen wir Sachen machen können. Und uns umschauen dürfen. Wir verfügen über ausreichend Steine für so ziemlich all unsere Zwecke. Denke ich. Wir haben zwei Steinbrüche hier. Sind teilweise ein bisschen weit ab vom Schuss. Wir dürfen diesmal Holz haben, oder? Ja. Wir haben viel Weideland. Das ist alles sehr gut.
Dann können wir den fruchtbaren Boden nutzen. Oben haben wir Wild. So. Damit wissen wir schon mal, wo wir unsere Stadtmauer langziehen wollen. Naja, zumindest zum Teil. Wir können die auch hier außen eigentlich langziehen. Und das hier einfach drin lassen. Alles klar. Verstanden. Gut, das Gelände hier ist auf jeden Fall wert mitgenommen. 1000. Verstanden. Haben wir nicht. Wie viele Soldaten werden wir noch bekommen? Sofort. Verstanden. Verstanden. Ei. Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 1. Alles klar. Generell Gruppe 1. Verstanden. Das Gelände können wir mit in unsere Stadt mit einbeziehen. Verstanden. Alles klar. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Das ist doch die Hoffnung unter allem, nicht wahr? Repariert bitte die Burg, die ist in einem schlechten Zustand. Eine weitere Fackelsituation und wir werden sehr unglücklich sein. Auf euren Befehl. Verstanden. Askalon. Viel Wild hier unten. Da ist eine Plingruine. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Das Gelände können wir auch ohne weiteres mit einbeziehen in unsere Stadt, in unseren Stadtbereich. Das sind 800. Verstanden. Das ist hilfreich. Verstanden. Verstanden. Tabuk. Verstanden. Ahmed ist hier unten. Alles klar. In Ordnung. Wie ihr wünscht. Abrona. Verstanden. Balian von Ibling, mit dem sind wir noch unbekannt. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. So. Erkunden wir uns das Land ein bisschen. Jordanien. Verstanden. 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 Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wir schauen uns das mal ein bisschen um in dem Land hier. Auf euren Befehl. Verstanden. Sofort. So, Sold können wir noch nicht runterdrehen. Wir können jetzt allerdings uns auf den Weg machen und hier drüben zwei Außenposten hinsetzen entlang dieser Straße da. Das wird eine riesige Mauer sein, die wir bauen müssten. Sofort. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verstanden. Hier haben wir Hattin. Sofort. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Setzen wir den Außenposten Verstanden. Zuerst mal hier hin. Auf euren Befehl. So. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Das andere Gebiet können wir von leicht außen mitnehmen. Hier haben wir ein Banditenzelt. Da haben wir unsere Truppen herbekommen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Gut. Da oben ist noch ein Schiffswrack. Hier gibt es auch noch Kühe. Auf euren Befehl. Das bedeutet, wir sollten die Löwen erstmal loswerden. Ei, verstanden. Ihr kostet uns gerade sowieso hauptsächlich Sold. Sofort. Bling. Wie ihr wünscht. Ei. Verstanden. Wir werden angegriffen. Das weiß ich. Das ist Absicht. Eine Militäreinheit wurde auf euren Befehl. Das speichert das Spiel erstmal vor lauter Freude. Aber die werden mit den Löwen fertig geworden sein, oder? Wird. Auf euren Befehl. Ihr sagt mir, ihr habt es geschafft, gegen die Löwen zu verlieren. Verstanden.
wie ihr wünscht. Na gut, hieraus werden wahrscheinlich neue Truppen spawnen. Hier haben wir auch noch Schafe. Wir sollten die Löwen definitiv loswerden, ehe die unsere Tiere reißen können. Es gibt kein Zurück, wie ihr wünscht. Dann halt so. Sofort. Auf euren Befehl. Verstanden. Auf euren Befehl. Jawohl. Jawohl. Zum Angriff. Wie ihr wünscht. Jawohl. Auf euren Befehl. Sofort. Verstanden. Jawohl. Sofort. 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 Zum Angriff. Sofort. Ei. Wie ihr wünscht. Nicht aufgeben. Wie ihr wünscht. Nein. Die Burg zurückziehen. Sofort. Wie ihr wünscht. Zieht euch mal ein Stück zurück. Wir müssen erstmal deine Versorgung aufstellen. Ich möchte das Wildvieh erst hier tatsächlich rüberziehen. Oder nicht das Wildvieh, das Nutzvieh. Erst rüberziehen, wenn wir tatsächlich. Ja, es hier in der Nähe auch versorgen können. Oh, und dass es von Löwen gefressen wird. Wie ihr wünscht. Hey, mein Bogenschützen. Gruppe 2 wächst. Verstanden. Noch mehr Bogenschützen, umso besser. Verstanden. Jawohl. Auf euren Befehl. Ein paar Schwerter. Verstanden. Ein paar weitere Schwerter. Jawohl. Gruppe 3. Verstanden. Baut ihr euch aus. Ziehen wir außerdem eine Straße einmal quer hier unten durch. Weil es nach hier hinführt und wir noch eine Plingruine haben, die ich komplett übersehen habe. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Es gibt kein Zurück. So, ihr macht das doch jetzt, oder? Und wo das jetzt gerade alles am Laufen ist. Ich werde angegriffen. So, holt die Kühe rein. Das hat mich auch überrascht. Dann hätten wir die Kühe einfach die Kuhherde, Kuhfarm nach dahin setzen können. So. Und hier können wir einfach eine Straße durchziehen. Den ganzen Spaß abkürzt. Wo das gemacht ist, kannst du hier kurz runterkommen und diese Ruine leer räumen. Eine Metzgerei nach dahin. Eine Gerberei nach hierhin. Ein Weber nach dorthin. Jetzt halt. Die Metzgerei überlege ich mir nochmal anders. Die Metzgerei kommt eher nach hier hinten hin. Und der Käser kommt dann auch nach hier hin. Nein, hier möchte ich ein Badehaus, glaube ich, stehen haben. Hier hin mit dem Käser. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Die sind unterwegs. Das sagt mir nicht, zwei Schafe sind alles, was wir kriegen. Ei. Zwei Schafe scheinen alles dann. Nein, hier gibt's noch mehr. Auf euren Befehl. Wir sind gerade in Ägypten. Verstehe. Auf euren Befehl. Hier ist Askalon, hier gibt's noch ganz viele Schafe. Und viel Wild. Und hier ist ein Drachenboot.
Das ist automatisch sehr verdächtig. Warte mal, haben wir die Ruinen hier unten schon leer geräumt? Nein, noch nicht. Das wollte ich ja gerade machen und dann haben wir uns gedacht, ne, überprüfen wir doch kurz mal Sachen. Verstanden. Sofort. Sofort. Löwen! Ei. Schützen mitkommen. Wir müssen wie das Löwenvieh loswerden. Wie ihr wünscht. Sofort. Sofort. Nicht aufgeben. Wie ihr wünscht. Lange sollte noch funktioniert. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Vorwärts. Verstanden. Angriff. Auf euren Befehl. Sofort. Sofort. Wie ihr wünscht. Nicht aufgeben. Schön wegmachen. Sofort. Stürmt los! Wie ihr wünscht. Wir haben ein Territorium eingenommen. Gut, Schafe werden gesichert. Wir können das Wildgebiet hier unten noch nehmen. Hier ganz unten ist das andere. Und die Straße muss hier drum. Sehr viel fruchtbares Land hier. Jawohl. Schon unterwegs. Und wir können Landvogt werden. Moment, wir wollen Truppen rekrutieren. Wie kommen wir an Eisen? Wir brauchen wahrscheinlich hier oben im Norden ein Territorium, was Eisen hat. Es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. So. Nun muss ich schauen, wo ich Eisen von der Waffenschmiede herbekomme. Aus Eisen gibt es hier fast alles. Ich werde den Weg zum Hafen Tripoli suchen. So, ein Haufen Schaf ist unterwegs. Wir können den Sold erstmal runterdrehen, damit wir an Geld kommen. So. Gut, für die meisten Sachen sind wir noch ein bisschen zu bankrott. Aber das wird sich möglicherweise gleich alles Siedellimit. Direkt ausbauen. Schon unterwegs. Ah, hier oben ist der Hafen Tripoli. Verstanden. Also, erste Mauer nach da. Zweites Tor nach hier. Ehrlich gesagt, warum? Warum sollten wir? Wir können das Tor auch einfach nach hier hinsetzen.
so unseren Weg nach Hause zu kriegen. Haben wir irgendwo... Ja, wir haben hier hinten einen Angriff. Einen Punkt, wo wir das Wasser erreichen können. Oder wo wir ans Wasser abschließen können. Kann man durch den Hafen durchreiten? Alles klar. Sofort. Kann man nicht. Sofort. Jawohl. Verstanden. Alles klar. Schon unterwegs. Blockiert wovon? Wasser, da ist ein kleiner ein kleines Wasserbecken. So. Der Fischer wird gleich anfangen zu zicken. Wir haben hier allerdings noch mehr als genug weiteren Fisch. Auf euren Befehl. Jawohl. Majestät, ein höherer so. Gebe mir mehr Möglichkeiten, euch zu dienen. Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Soll er mal. Okay. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, sobald das ist. Wir haben noch einen zweiten. Wir können den zweiten eigentlich jetzt schon anmachen. Gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund für uns, darauf zu warten. Okay. Das wird sehr scharf, weil wir ein Stück weit nach dahin verschieben. Und einen Brunnen da reinsetzen. Und weil wir eine Wüstenregion, haben, nehmen wir auch zwei Brunnen. An Stein. Wie ihr wünscht. Du kannst direkt wieder hier rüberkommen. Mein Steinbruch ist erschöpft. So. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Jetzt müsste ich prüfen, wie begehbar dieses Gelände hier ist. Einem Steinnetz fehlt es an Stein. Sofort. Gar nicht mal so sehr. Schon unterwegs. Sofort. Ei. Sofort. Sofort. Ei. Jawohl. Ei. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Gut. Nutzen wir das Gelände. Wir können direkt hier dran abschließen. Schon unterwegs. Dann müssen wir noch einen Abschluss in den Süden machen. Und dann sind wir relativ sicher. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Auf euren Befehl. Zumindest können wir uns dann relativ sicher fühlen. Dass der Fischer rumzicken würde, war abzusehen. Hier in der Nähe haben wir auch den Platz für unseren Honig. So. Eins, zwei, drei. Ein Fischer findet keine Fische mehr.
Viel schöner. Schön gerundet. Wie ihr wünscht. So, den konnten wir da durchziehen. Das Lagerhaus ist voll. Nein, ist es nicht. Auf euren Befehl. Sehe ich nicht ein. Weigere ich mich. Die sind Teil der Stadt. Die werden ausgebaut. Wie ein Teil der Stadt. Steinbruch wird bald erschöpft sein. Hier sieht es ja aus, als wenn wir eine Lücke in der Verteidigung hätten, aber nein, die steht ganz gut. Wie ihr wünscht. Gut, da kommt man nicht außen rum. Sofort. Jawohl. Zieht die Schon mal unterwegs. Zurück. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ei. Warum ist hier noch eine Kuh? Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Die Kuh ist da, steckt darin fest, nicht wahr? Wir müssen sie befreien. Ich befreie dich, Kuh. Beweg dich rüber ins Gehege. Sofort. Jawohl. Wie ihr wünscht. So, Renard de Chatignon, Ahmed, Balian, Saladin. Seid gegrüßt, mein Name ist Saladin. Spreche mit dem Hafenmeister. Wie ihr wünscht. Sofort. Ja, mein Name ist Antonos. Was wollt ihr? Sofort. Ich brauche Eisen. Für Waffen. Ich will Gewalt anwenden. Wenn ich mit euch handle, bekomme ich Ärger mit den Kreuzfahrern. Das speichere das Spiel erstmal vor lauter Freude. Wenn ihr nicht mit uns handelt, bekommt ihr Ärger mit uns, wenn wir die Kreuzritter aus dem Land gejagt haben. Ihr habt gute Argumente. Der Handelsvertrag wird euch einiges kosten. Eisen ist rar, aber einen kleinen Rest habe ich. Hoffentlich bekommt ihr das noch im Lager unter. Also Lagerhaus voll komplett ausbauen, verstehe. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Schon wieder. Jawohl. Darf ich die Straße bitte setzen? Spiel. Unser Geologe Sofort. Begibt sich zu einem Einsatz. Gut, Belagungswaffen dürfen wir noch nicht. Wir dürfen aber schon unsere Bogenwache aufstellen. Und unsere schwertigen, schmerzigen Schmieden. So. Niemand hungert hier. Geh weg. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Ein bisschen Party reinhauen.
kann die Stadt ein bisschen effektiver werden. Wir haben echt nicht so viel Wild. Wisst ihr, ich glaube, es könnte Zeit sein, hier eine dritte Jägerhütte hinzusetzen. Die dann einfach mithelfen kann. Ein Karren wurde ausgesandt. Schnell speichern. Im Lager haben wir genügend Platz. Aber die lustige Sache ist, theoretisch könnte Antonius sagen, wenn ich euch kein Eisen liefere, könnt ihr gar nicht das Land übernehmen. Warum sich also Sorgen machen? Aber ich sehe gerade, ich muss hier jetzt kurz mal eine kleine Aufnahmepause einlegen. Ich muss mich kurz um Kram kümmern. Gut. Dann, liebe Gemeinde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Handel abschließen und ein bisschen weiter expandieren. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und warum eigentlich so viel groß reden? Bis zur nächsten Folge. Cheerio.